Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man in Roblox Studio Free Gifts erstellt. Genauso wie im Pet Simulator X. Dafür habe ich hier oben natürlich schon das UI vorbereitet. Wenn wir hier raufklicken, sehen wir, ich kann mir schon das erste Free Gift gönnen. Ich habe die Zeit jetzt für den Test natürlich sehr niedrig eingestellt. Wir können die höher einstellen. Und weil das hier jetzt nur ein kleines Tutorial ist, gibt es für diese Gifts auch nur Cash. Also gehe ich mal auf die Players, auf Roblox Conny, die Spielerstats, den Cash. Und dann sehe ich, ich habe 0 Cash. Wenn ich mir jetzt aber so ein Free Gift gönne, ich gönne mir gleich das zweite, weil das bringt natürlich mehr. Dann steht hier eingelöst, erfolgreich eingelöst und ich habe 102 Cash. Das hat dann schon mal sehr gut funktioniert. Wenn ich jetzt mich resette, dann wird der State natürlich gespeichert. Das heißt, hier bleibt trotzdem eingelöst stehen. Gönn dir. Ich könnte mir jetzt dieses Gift gönnen. Ich könnte aber auch zu diesem Block hier gehen. Der Block hier ist jetzt nur für den Tester. Mit dem kann ich einen Tag in die Zukunft reisen, weil die Free Gifts, die müssen ja jeden Tag wieder neu zur Verfügung stellen. Ich gönne mir jetzt noch einmal, weil ich bringe Cash. Jetzt habe ich 258 Cash und drücke jetzt einmal hier auf Interact, um einen Tag in die Zukunft zu sprengen. So, und wenn wir uns das dann jetzt einmal angucken, nachdem wir in die Zukunft gegangen sind, gehen wir hier rauf und sehen, ah, es ist wieder zurückgesetzt. Ich kann mir dieses Gift hier jetzt wieder gönnen, muss hier wieder 10 Sekunden warten für das nächste Gift und so weiter. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, zuerst gucken wir uns erstmal den Grundaufbau an. Was haben wir alles? Wir haben einmal im Starter GUI unser Free Gifts GUI. Wir haben im Server Script Service unser Free Gift Server Script und unseren Datenmanager, der natürlich dann auch alles speichert. Und zum Test habe ich hier diesen Part. Der gehört nicht dazu, aber ich werde euch auch noch zeigen, wie der funktioniert. Wir fangen zuerst an mit dem Free Gifts GUI. Im Free Gifts GUI befindet sich der Free Gifts Frame, der Free Gifts Button und das Free Gifts Local Script. Den Frame, den blende ich jetzt mal ein, indem ich hier raufgehe und ihn dann mal auf Visible stelle. Und ihr seht, das ist halt dieser Frame, den wir eben gesehen haben, mit dem Platzhaltertext drin. Gehen wir einmal rein. Hier gibt es einmal diese Button für die ganzen Free Gifts. Und die Buttons sind benannt nach der Reihenfolge. Heißt, wir haben Gift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das ist auch der Name. Und das ist wichtig, dass der Name so ist. Wenn ihr jetzt ein Gift haben wollt, das zum Beispiel richtig schwer zu kriegen ist, dann nehmt ihr hier zum Beispiel statt die 8 die 10. Dann dauert es halt noch länger, um das Ding zu bekommen. Wir haben den Gift Text, der bleibt statisch, den könnt ihr ändern, wie ihr wollt. Und die Feedbackbox, wo dann das drin steht, was passiert ist. In den Gift Buttons, das sind einfach nur ganz normale Buttons mit einem Text, der da drunter steht. Und in dem Text steht halt drin, wie lange man warten muss oder ob es bereits eingelöst wurde. Das wäre es dann auch schon mit dem Aufbau. Der Free Gifts Button ist ein ganz normaler Button. Und falls ihr euch fragt, was das hier für Bilder sind, das sind ganz normale Emojis. Ich habe einfach Emojis eingefügt. Das sind Text-Buttons. Nun gehen wir rein ins Free Gifts Local Script und das ist eigentlich das längste Ding, was wir hier haben. Im Free Gifts Local Script holen wir uns natürlich erstmal die Services, die wir brauchen, den Player Service, den Replicated Storage und den User Input Service. Als nächstes die Conny Library, weil wir haben keinen Bock, diese Zeitformatierung selbst zu machen. Deswegen holen wir uns einmal die Conny Library. Dafür könnt ihr hier einfach oben auf View gehen, dann auf die Toolbox. Und wenn ihr die Conny Library schon habt, könnt ihr sie reinziehen. Ansonsten könnt ihr sie, glaube ich, auch suchen, indem ihr einfach eingibt Conny Library, danach sucht und dann die Conny Library von Roblox Conny übernehmt. So sieht sie aus. Und die zieht ihr euch einfach in euer Spiel rein und packt sie in den Replicated Storage rein. Weil Clients können keine Modules requiren, deswegen kommt sie in den Replicated Storage. Dann kümmern wir uns um unsere Umgebung. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Free Gifts Event. Das wird später vom Server erstellt. Ist eine Remote Function. Ich habe sie jetzt Event genannt. Habe mich dann doch dazu entschieden, eine Remote Function ist sinnvoller. Deswegen, ihr könnt die auch anders nennen. In dem Fall heißt es aber jetzt Event Remote Function. Befindet sich im Replicated Storage. Wait for Child. Wichtig in dem Fall Wait for Child. Free Gifts Event, weil es kann ja sein, dass der Server das Ding noch nicht erstellt hat. Als nächstes gucken wir uns die Umgebung an. Das GUI ist Script.Parent, also das GUI halt. Dann Button und Frame sind halt hier drin. Free Gifts Frame und Free Gifts Button. Die Feedback Box befindet sich in dem Frame drin und heißt Feedback Box. Und dann müssen wir die Buttons holen. Und die Buttons wollen wir gleich in einem Format haben, in dem wir was mit ihnen anfangen können. Deswegen erstellen wir ein Table und loopen jetzt durch alles, was im Frame ist, durch. Also for unterstrich, Komma Inhalt in Frame get children do. If Inhalt Doppelpunkt is a GUI Button, also wenn der Inhalt von diesem Frame hier ein GUI Button ist. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr in diesem Frame auch nur diese Free Gifts Buttons drin habt, die nach Zahlen benannt sind. And to number Inhalt.frame, then table insert Buttons Inhalt. Das bedeutet, wenn hier dann noch ein Button drin wäre, der nicht als Namen eine Zahl hat, dann wird er auch nicht zu den Buttons hinzugefügt. Könnt ihr machen. Es ist aber wirklich wichtig, dass die Buttons wirklich als Namen die Zahl haben, sonst funktioniert es so nicht. Sonst müsst ihr euch was Eigenes ausdenken. So, als nächstes holen wir uns die Daten vom Spieler. Das heißt erstmal Spieler ist gleich Players.localPlayer. Die Spieler-Stats.
werden vom Datenmanager erstellt, sind Spieler-Doppelpunkt-Rate-Vorschalt, Spielerstats und die Online-Zeit ist ein Value in den Spielerstats, heißt Spielerstats-Doppelpunkt-Rate-Vorschalt Online-Zeit. Das wird später vom Datenmanager erstellt, darum kümmern wir uns später, aber hier holen wir es uns schon mal. Dann noch ein Table für unsere Connections, damit wir auch nicht unendlich viele Connections für alles haben, sondern auch disconnecten können. Ist immer wichtig, dass ihr einen Überblick über eure Connections behaltet. Dann die Standardfunktion, die wir schon kennen, Funktion Frame anzeigen. Heißt einfach nur Frame Visible ist gleich Not Frame.Visible, um den Frame anzuzeigen oder auszublenden. Jetzt scroll ich mal ein bisschen hier nach unten. Wir gehen erstmal zur Initialisierung und sehen jetzt hier, am Ende, wenn die Funktionen alle stehen, sagen wir Frame.Visible ist gleich False und Feedbackbox.Text ist gleich leer, damit da nichts drin steht und damit das Ding nicht immer direkt am Anfang an ist. Als nächstes connecten wir dann hier zum Free Gifts Event, sprich zu der Remote Function und Client Invoke, eine Funktion, die wir gleich schreiben werden. Und hier unten haben wir wieder unser GUI Anzeigen schließen Ding. Das bedeutet, hier connecten wir Button.Activated, Doppelpunkt Connect Frame Anzeigen und dann haben wir eine Variable, die guckt, ob die Maus sich gerade im Frame befindet. Die wird dann natürlich getrackt. Wenn die Maus sich im Frame befindet, dann wird es True gesetzt. Wenn sie aus dem Frame rausgeht, wird es wieder auf False gesetzt und dann sagen wir Input begehren. Wenn jemand dann mit der linken Maustaste was klickt, dann wird der Frame wieder ausgeblendet, wenn der Frame gerade angezeigt wird und die Maus sich außerhalb des Frames befindet. Könnt ihr einfach so abschreiben, habe ich in einem anderen Video schon erklärt. Das hier ist einfach das, was wir schreiben müssen, damit der Frame immer schön angezeigt und ausgeblendet werden kann und das sehr intuitiv. So, nun gucken wir einmal, was haben wir hier connected. FreeGiftsEvent.onClientInvoke wird mit der Callback-Funktion bereits eingelöst Funktion versehen. Vielleicht nicht der beste Name, aber wir gucken uns die mal an. Diese Funktion nimmt die Gift-Nummer und die Variable, ob schon eingelöst ist. Das heißt, der Server kann uns als Spieler sagen, yo, ist dieses Gift schon eingelöst? Damit wir auch wissen können, ob schon eingelöst ist. Jetzt gucken wir erstmal, wenn keine Gift-Nummer mitgeliefert wurde oder es keine Number ist, dann returnen wir End. Der Server kann ja auch mal Fehler machen. Und dann sagen wir, für jeden Button in Buttons, erinnert euch, haben wir hier diesen Table gemacht und haben ihn hier mit Buttons, die Zahlen als Nummer haben, gefüllt. Also for button and buttons do. Local button-Nummer ist gleich to-number button.name. Wenn die button-Number der Gift-Nummer, die hier mitgeliefert wurde, nicht entspricht. Deswegen wichtig, dass ihr das hier in Klammern setzt. Sonst gibt es da Probleme. Dann sagt nämlich if not button-Number ist gleich Gift-Nummer. Dann überspringen wir diesen Button. Aber falls die Button-Number der Gift-Number entspricht, dann gucken wir erstmal, wurde es schon eingelöst. Wenn dieses Gift schon eingelöst wurde, dann sagen wir, der Button ist nicht mehr aktiv. Dementsprechend kriegt er auch nicht mehr diese Anzeige, dass er aktiv ist. Den Button-Text setzen wir auf das hier. Hier könnt ihr was anderes hinschreiben. Das ist jetzt einfach nur das Symbol, das ich mir ausgesucht habe für yo, schon eingelöst. Emoji. Den Button:FindFirstChildGiftText.Text ist gleich eingelöst. Ich glaube, an der Stelle hier können wir einfach .gift-Text schreiben. Wichtig ist, hier in diesem Button habt ihr dieses Textlabel drin mit dem Namen gift-Text. Und da steht dann das drin. Das ist das, was unter den Buttons drunter steht. Also der Text, der genau hier steht. Und der wird zu eingelöst geändert. Und dann setzen wir die Button.backgroundColor auf einen etwas dunkleren Blauton, weil der ist ja schon eingelöst. Falls er noch nicht eingelöst wurde, sagen wir hier else, kommt in eine Coroutine die Funktion Button-Countdown. Und als Argument wird der Button mitgeliefert. Und nun gehen wir rüber zur Funktion Button Countdown. Willkommen bei Button Countdown. Das ist die Funktion, die unsere Buttons aktiviert, damit die auch funktionieren und runterzählen und alles weitere. Die nimmt den Button rein, das ein Textbutton sein soll. Als erstes holen wir uns natürlich wieder die Button-Nummer, ist gleich toNumberButton.name. Dann haben wir hier eine Variable für die Mindestzeit, wie lange man mindestens warten muss, bis man dieses Gift freigeschaltet hat. Und das ist in meinem Fall 2 hoch Nummer mal 10. Das bedeutet, der erste Button ist dann halt 20 Sekunden, 2 hoch 1 mal 10. Der zweite Button hat dann 2 hoch 2 mal 10, also 40 Sekunden und so weiter. Wenn wir das dann im richtigen Spiel implementieren, machen wir hier nicht mal 10, sondern mal 60. Halte ich für eine sinnvollere Zeit. Dann braucht man fürs erste 2 Minuten, fürs zweite Geschenk 4 Minuten und fürs dritte dann 8 Minuten und so weiter. Jetzt checken wir, ob für diesen Button schon eine Connection existiert. Wenn ja, dann gucken wir, ob die Online-Zeit schon größer ist als die Mindestzeit. Wenn das der Fall ist, dann disconnecten wir den Button und setzen die Connection auf Nil und printen ja einmal, dass der Button disconnected wurde. Das könnt ihr natürlich rausnehmen. Das war jetzt nur einmal zum Gucken gewesen. Die Prints sind nicht wichtig. Und wenn man halt noch nicht so lange online war wie die Mindestzeit, dann bleibt die Connection einfach so, wie sie ist und wir returnen, damit der Button halt nicht zweimal connected wird. So, jetzt sind wir in der Situation, entweder der Button war schon connected oder war halt noch nicht connected, aber muss jetzt connected werden. In beiden Fällen ist er nicht mehr connected und wir machen dann weiter mit Button.text ist gleich dieses Geschenk halt. Button.backgroundColor3 ist halt die Background Color, die wir
wir haben, wenn er noch nicht connected ist. Also dieselbe dunkle Farbe, die wir hier unten haben. Auto-Button-Color ist gleich false, Button.active ist gleich false, damit wir gar nicht erst auf diese Knöpfe drücken können oder dazu verleitet werden. Dann holen wir uns den Gift-Text, ist gleich Button:findFirstChildGift-Text. Wir wissen ja, das ist der Text hier, der sich in den Buttons drin befindet. Und jetzt machen wir einen Loop. Jede Sekunde wird Gift-Text gesetzt auf ConnieLibrary Sekunden formatieren. Und dann haben wir hier die Mindestzeit minus die OnlineZeit.Value. Heißt, die übrige Zeit, bis das Ding freigeschaltet wurde. Und das wird dann formatiert in Minuten, Sekunden, Stunden, je nachdem wie lange, vielleicht auch Tage. So, nachdem der Text dann angepasst wurde, wird gefragt, ist die Online-Zeit größer als die Mindestzeit, das, was wir hier oben schon einmal gecheckt haben. Und wenn wir jetzt schon länger online sind, als wir für diesen Button online sein müssen oder genauso lang online sind, dann setzen wir die Connections für den Button auf Button.activated:connect-function Button aktiviert. Das bedeutet, jetzt wartet der Button nur darauf, angeklickt zu werden. Und dann kommt halt die Funktion Button aktiviert. Damit man auch richtig sehen kann, dass der Button darauf wartet, setzen wir die Background Color auf was Helleres, Auto Button Color auf True, Button.active auf True und den Gift Text auf Gönn dir. Dann breaken wir diesen Loop, weil der Loop braucht nicht weiterlaufen, das ist unnötige Rechenkapazität. Und damit ist der Button aktiviert. Wenn der Button dann aktiviert ist und jemand draufklickt und damit den aktivierten Button aktiviert, kommen wir zur Funktion Button aktiviert. Und die haben wir hier. Die Funktion Button aktiviert nimmt natürlich wieder den Button rein, haben wir hier ja auch so drin, Button. Und setzt den Button dann direkt auf False und Auto-Button-Caller auf False, damit er halt nicht direkt nochmal hintereinander aktiviert wird. Und dann invoken wir das FreeGifts-Event. Das heißt, local Erfolg, response ist gleich FreeGifts-Event, Doppelpunkt invoke Server und dann halt die Button-Number, to-Number, Button.name. Wir schicken an den Server, yo, wir möchten gerne das FreeGift einsammeln für den Button mit dieser Nummer, die er im Namen hat. Der Server liefert einen dann zurück, erstens, ob es erfolgreich war und zweitens dann noch eine Rückmeldung als Text. Das stellen wir auf dem Server später so ein. Also, falls wir nicht erfolgreich waren, dann wird eine weitere Funktion gecallt, die halt die Feedback-Anzeige aktiviert. Die Funktion zeige ich euch auch gleich. Die nimmt einmal die Meldung rein, was halt in die Feedback-Anzeige reingehen soll. Dann einmal, wie lange es in der Feedback-Anzeige stehen soll. Und optional am Ende noch eine Funktion, die uns sagt, was gemacht werden soll, nachdem diese Feedback-Anzeige jetzt diese eine Sekunde dort stand. Und nochmal eine Variable, ob diese Funktion auch ausgeführt werden soll, falls die Feedback-Anzeige danach überschrieben wurde. Und das setzen wir hier auf True. Das heißt zum Beispiel, falls jetzt die Rückmeldung kommt, nee, bereits eingelöst, dann schreibt er in unsere Feedback-Anzeige. Und damit ihr einmal Bescheid wisst, hier unten ist die Feedback-Box. Die haben wir hier auch drin, Feedback-Box. Da kommt das dann rein. In die Feedback-Box kommt dann zum Beispiel bereits eingelöst. Da steht er eine Sekunde lang drin. Danach wird auf jedem Fall die Feedbackbox wieder geleert. Das brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Fällt mir gerade so ein. Hä, lol. Das macht die Feedback-Anzeige ja selbst. Und der Button wird dann wieder auf aktiv gesetzt. Und die Auto-Button-Color wird auch wieder auf True gesetzt. Weil die einzige andere Rückmeldung, die eigentlich kommen könnte, wäre entweder ein kompletter Error. Das können wir nicht vorhersehen. Oder halt, falls jemand schummelt und dieses Event zu früh callt. Und wenn er das macht, dann brauchen wir uns gar nicht um den kümmern. Der ist ein Schummler, der Server wird sich darum kümmern. Und nicht wir. Deswegen stellen wir das auf True und returnen dann. So, falls wir aber erfolgreich waren, also falls das Gift zugeordnet wurde, sagen wir jetzt erstmal, Connections für den Button wird disconnected und auf Null gesetzt, weil der Button wurde jetzt schon aktiviert. Braucht man nicht nochmal drauf warten, dass er aktiviert wird. Button.text wird dann umgeändert in Hülle-Emoji. Button:findFirstChildGiftText.text wird geändert zu eingelöst. Ihr könnt auch .gifttext.text machen. Und Button.backgroundColor3 wird dann zu dieser dunklen Farbe wieder geändert, weil wir haben ihn ja schon eingelöst. Das heißt, mit dem Button wird nicht mehr interagiert. Als letztes packen wir die Feedback-Anzeige für 4 Sekunden lang die Rückmeldung an. Zum Beispiel, yo, erfolgreich eingelöst. Jetzt gucken wir uns die Feedback-Anzeige an. Das ist die nächste Funktion, die haben wir hier. Und damit haben wir auch die letzte Funktion. Wir haben es bald geschafft, Leute. Die Feedback-Anzeige nimmt eine Response als String, die Anzeigedauer als Number, die Anschlussfunktion als Funktion, die nil returnt und vielleicht gar nicht existiert. Und die Variable, den Boolean, immer callen als Boolean oder nil rein. Diese Funktion wird komplett gerappt in eine coroutine.wrap. Das heißt, das wird alles eingepackt und separat ausgeführt, damit wir nicht warten müssen, sondern das halt in einer Coroutine ausgeführt wird. Als nächstes packen wir dann local changed auf false. Das ist eine neue Variable, sozusagen eine Art Debounce, aber halt in dem Fall nicht wirklich ein Debounce. Was das macht, sehen wir gleich. Wir packen den Feedbackbox.text auf die Response und erstellen jetzt eine Connection, eine lokale Connection, nur hier drin in dieser Coroutine. Und diese Connection schaut auf die Feedbackbox.changed.
Das heißt, falls sich irgendwas an dieser Feedbackbox ändert, wird diese Funktion ausgelöst mit dem Argument Eigenschaft. Dann gucken wir erst, ob die Eigenschaft Text ist. Also falls sich der Text der Feedbackbox jetzt irgendwann ändert innerhalb der nächsten Anzeigedauer oder 2 Sekunden, dann setzen wir die Variable changed auf true. Das bedeutet, der Text hat sich geändert, damit wir halt Bescheid wissen. Dann wird natürlich gewartet, die Anzeigedauer oder 2 Sekunden. Als nächstes wird die Connection disconnected, die wir hier gemacht haben, weil zu viele Connections sind schlecht. Immer schön eure Connections disconnecten, Leute, sonst schmieren euch die Spieler ab oder der Server, je nachdem, wo ihr es macht. Und jetzt gucken wir, falls sich der Text geändert hat, dann wird das hier ausgeführt und hier wird drin geguckt, falls immer callen auf true gesetzt ist und eine Anschlussfunktion mitgeliefert wurde, dann wird die Anschlussfunktion ausgeführt. Ansonsten brechen wir ab. Falls sich der Text nicht geändert hat, wird der Feedbackbox.text erstmal auf nix gesetzt und die Anschlussfunktion wird, wenn sie existiert, ausgeführt. Warum gucken wir, ob sich dieser Text geändert hat? Wir gucken das, weil es kann ja sein, dass 5 Gifts hintereinander eingelöst werden und dann kommen 5 Nachrichten hintereinander und dann werden diese Funktionen übereinander abgespielt und dann wird vielleicht nicht alles richtig angezeigt und am Ende ist irgendwas kaputt. Deswegen wird der Text hier nur geleert, wenn sich der Text vorher nicht geändert hat. Falls sich der Text ändern sollte, dann wurde er nochmal von der Funktion Feedback-Anzeige geändert und diese Funktion wird ja den Text am Ende wieder leer machen. Die letzte Funktion, die gecallt wurde, wird auch dafür sorgen, dass das leer gemacht wird. Die erste Funktion soll es nicht machen, weil sonst werden ja wichtige Nachrichten einfach überspielt. Und das wär's. Wir haben alle Funktionen. Wir haben Frame-Anzeigen, Feedback-Anzeige, Button aktiviert, Button Countdown, bereits eingelöst Funktion, die vom Server ausgecallt wird. Dann haben wir hier natürlich uns aufgesetzt, haben die Funktion connected und GUI anzeigen und schließen gemacht. Und jetzt, wo wir das alles gemacht haben, haben wir noch nix. Weil das alles wird gar nicht richtig funktionieren ohne den Server, der uns sagt, was wir tun sollen. Weil wichtig bei solchen Free Gifts ist, dass der Server natürlich immer noch die Kontrolle darüber hat. Wenn der Spieler entscheidet, ja, heute will ich einfach mal 5 Gifts haben, dann habt ihr Hacker in eurem Spiel und dann macht das Spiel den Leuten, die nicht hacken, keinen Spaß mehr. Also nehme ich jetzt diesen Free Gifts Frame und mache den auf Invisible. So, und wir gehen rüber zu unserem Server. Auf dem Server haben wir das Free Gifts Server Script und den Datenmanager. Den Datenmanager solltet ihr, wenn ihr meine Tutorials verfolgt, schon kennen. Falls ihr nicht wisst, wie dieser Datenmanager hier aufgebaut ist, schaut euch bitte das Video, das oben auf dem i verlinkt ist, an. Da erkläre ich diesen Datenmanager. Ich werde euch jetzt nämlich nicht erklären, was hier alles drin steht, nur was ich geändert habe. Falls ihr Mitglieder auf meinem Kanal seid, hier 2 oder höher, dann könnt ihr natürlich auch auf meinen Discord-Server kommen und euch den Datenmanager da einfach runterladen. Der steht dann natürlich dann auch zur Verfügung für Kanalmitglieder Tier 2 oder höher. So, in dem Datenmanager drin haben wir Folgendes angepasst. In dem Profile-Template haben wir einen neuen Table erschaffen namens FreeGifts. FreeGifts beinhaltet diese 3 Variablen, den aktuellen Tag, die Online-Zeit und abgeholt. Das heißt, erstmal wird der aktuelle Tag gegönnt. Falls der Spieler diesen Stat noch nicht hat, wird datetime.now genommen und zur Universal Time geändert, damit wir hier nicht irgendwie durch die Welt fliegen können. Dann haben wir auf einmal Free Gifts doppelt oder so. Als nächstes wird die Online-Zeit getrackt, wie lange war der Spieler am heutigen Tag schon online. Und dann haben wir die Free Gifts, welche schon abgeholt wurden. Hier haben wir Gift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und alle stehen auf False. Hier in dem Table drin, weil keins der Gifts natürlich standardmäßig abgeholt ist. Dann gehen wir runter zu der Funktion Do Something with a Loaded Profile. Und hier haben wir dann neben dem Cache Value, der ja schon standardmäßig drin ist, noch den Online Value, welcher dann einfach nur Online Zeit heißt. Und das ist diese Variable, die wir auch hier im Client Script Online Zeit uns gegönnt haben. Und wird natürlich befüllt mit profile.data.freegifts.onlinezeit und in die Spieler Stats gepackt. Jetzt haben wir hier diesen Loop. Und ich habe so gemacht, dass ich den Loop, den wir vorher hatten, einfach ein bisschen angepasst habe. Wenn ihr wirklich wollt, dass in eurem Spiel diese Daten wirklich jeden Frame aktuell bleiben, dann müsst ihr einen zweiten Loop machen. In einer zweiten Coroutine einen zweiten Loop machen. Ich habe es jetzt einfach in diesen aktuellen Loop integriert. Das heißt, Task.rate habe ich jetzt auf alle 0,5 Sekunden gepackt, weil es sonst einfach zu viel ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch 0,1 Sekunden machen, aber weniger als 0,1 könnt ihr nicht machen, weil Computer sind sehr schlecht damit, mit Kommazahlen zu rechnen und dann habt ihr irgendwo irgendwelche Fehler am Ende. So, wir holen uns den aktuellen Tag und das ist datetime.now zur Universal Time. Jetzt gucken wir, wenn in Klammern, wichtig ist, das hier steht alles in Klammern, wenn nicht der aktuelle Tag den aktuellen Tag in den Spielerdaten entspricht und nicht das aktuelle Jahr mit dem aktuellen Jahr von den Spielerdaten entspricht, dann packen wir profil.datafreegifts.abgeholt auf seinen Template-Wert zurück. Dasselbe machen wir übrigens auch mit der Online-Zeit und wir setzen den aktuellen Tag auf den aktuellen Tag.
weil dann haben wir einen Tageswechsel. Hier habe ich das jetzt ausgeklammert, weil wir ja aktuell noch testen wollen. Schreibt das hier bitte auch so ab, weil wir wollen ja noch einmal testen, ob das mit dem Tageswechsel so funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann können wir es wieder richtig machen. Als nächstes wird natürlich hier ganz normal dann die Online-Zeit erhöht, und zwar plus 0,5. Wenn ihr hier 0,1 wartet, müsst ihr auch hier 0,1 machen, weil sonst stimmt die Zeit einfach nicht. Und der Value wird aktualisiert. Das wär's. Mehr haben wir in dem Datenmanager nicht geändert. Das hier hat sich geändert und das hier hat sich geändert und der Rest ist gleich geblieben. Nun geht's rüber zu unserem Freund, den FreeGift Server Script. Angekommen im FreeGift Server Script holen wir uns natürlich die Services, die wir brauchen, den Replicated Storage und den Players Service. Dann holen wir uns natürlich noch den Datenmanager, der liegt bei script.parent-find-first-child-datenmanager, also hier im Server-Script-Service. Wenn ihr den hier drin habt, könnt ihr das auch machen. Ihr müsst den einfach nur requiren. Und als nächstes erstellen wir dann dieses FreeGifts-Event, das wir ja hier auch so schön gesucht haben, das wir hier auch benutzen im Client-Script. Das FreeGifts-Event ist eine Remote-Function. Das heißt, dass die genutzt wird, um zum Beispiel vom Client zum Server eine Nachricht zu schicken und der Server schickt eine zurück oder vom Server zum Client eine Nachricht zu schicken oder Client schickt eine zurück. Der Name ist FreeGiftsEvent. Ihr könnt ihn natürlich nennen, wie ihr wollt. Dann müsst ihr ihn halt einfach nur auch entsprechend hier mit dem richtigen Namen suchen. Und FreeGiftsEvent-OnServerInvoke. Also wenn der Spieler nun diese Funktion invoked, und das macht der Spieler, wisst ihr ja, wenn man den Button aktiviert. Und zwar genau hier, FreeGiftsEvent-InvokeServer und dann ToNumber mit der Zahl. Also haben wir hier den Spieler, der es invoked, und die Zahl, die er uns mitliefert, und zwar die GiftNumber. Jetzt holen wir uns erstmal das Spielerprofil, Datenmanager Doppelpunkt GetProfileAsync. Wenn das Spielerprofil nicht existiert, returnen wir False und Error 1. Den Error wird ein Spieler wahrscheinlich niemals sehen. Wenn doch, dann ist irgendwas großartig kaputt in eurem Spiel, sonst wird das nicht passieren. Weil wenn wir kein Spielerprofil haben, sollte im Regelfall der Spieler auch schon das Spiel verlassen haben. Und dann sieht er diesen Error nicht. So, falls das Spielerprofil existiert, dann gucken wir uns erstmal an, ob Spielerprofil.data.freeGifts.abgeholt und GiftNummer existiert und auf True steht. Weil das steht ja auf False oder auf True. Also falls dieses Gift schon abgeholt wurde, GiftNummer abgeholt wurde, dann sagen wir Return False und bereits abgeholt, weil dann wurde dieses Gift bereits abgeholt und wir schicken an den Spieler direkt die Aufgabe zurück, dieses Gift als bereits abgeholt zu kennzeichnen, weil es kann ja sein, dass da irgendein Fehler besteht. Deswegen sagen wir FreeGiftsEvent invoke Client, dann den Spieler, die GiftNummer und True. Wir gucken jetzt noch einmal hier in das Client-Script rein und haben hier unten ja unsere Funktion, bereits eingelöst Funktion heißt die, und die nimmt die GiftNummer und schon eingelöst. Und wenn das Gift schon eingelöst wurde, dann wird es auch als eingelöst markiert. Sollte theoretisch nicht vorkommen, es sei denn, man schummelt oder man schickt die Events einfach zu oft. So, als nächstes wissen wir, wenn wir hier angekommen sind, dass das Gift noch nicht eingelöst wurde. Jetzt gucken wir aber, ob das Gift denn theoretisch schon hätte freigeschaltet sein können, indem wir sagen Spielerprofil.data.freeGifts.onlinezeit. Ist das denn jetzt größer oder kleiner als 2 hoch GiftNummer mal 10? Wir haben es jetzt wieder auf 60 geändert. Das muss auch immer gleich sein. Diese Formel hier muss gleich sein mit der Formel, die ihr hier im Client-Script habt. Und zwar an der Stelle. 2 hoch Nummer mal 60. Und hier haben wir jetzt auch 2 hoch GiftNummer mal 60. Also, falls die Online-Zeit kleiner ist als die Zeit, die man braucht für dieses Gift, dann returnen wir False. Noch nicht freigeschaltet. Das passiert eigentlich nur, wenn die Leute schummeln oder wenn ihr irgendeinen Fehler gemacht habt. Sonst sollte das nicht passieren. Als nächstes, wenn wir diese ganzen Sachen jetzt gecheckt haben, dann steht fest, okay, der Spieler hat das Gift noch nicht eingelöst und darf das Gift jetzt einlösen. Das bedeutet, wir setzen jetzt das Gift auf bereits abgeholt und geben dem Spieler jetzt Cash. Jetzt geben wir dem Spieler eine Belohnung. Spielerprofil.data.statistiken.cash plus gleich math.random 50,100 mal Giftnummer. Das bedeutet, der Spieler bekommt jetzt eine Belohnung zwischen 50 und 100 Cash mal seine Giftnummer. Also mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8. Ihr könnt hier eine Belohnung eurer Wahl verteilen. Ihr könnt Pets verschenken. Es ist eigentlich vollkommen egal. Alles, was ihr in eurem Spiel drin habt, könnt ihr dem Spieler an dieser Stelle hier jetzt geben. Und am Ende returnen wir erfolgreich eingelöst. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr den Spieler richtig wissen haben wollt, was er bekommt, könnte sein Local Belohnung ist gleich. Und dann nehmen wir das hier, math.random bla bla bla. Ihr könnt hier natürlich eine Belohnung eurer Wahl nehmen. Dann schreiben wir hier plus gleich Belohnung. Erfolgreich für Anführungsstriche oben. Punkt, 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 Punkt. Belohnung. Und am Ende schreiben wir noch Cash eingelöst. Das heißt, erfolgreich für zum Beispiel 100 Cash eingelöst steht da dann. Könnt ihr machen. Ihr könnt auch Rich Text machen und dann hier das dann noch in Bold schreiben.
ist alles möglich. Und damit ist diese Funktion fertig. Und das Letzte, was wir noch machen müssen, ist die Funktion in den Replicated Storage packen. FreeGiftEvent.parent ist gleich Replicated Storage, damit der Spieler es auch finden kann. Nun müssen wir dem Spieler aber noch, wenn er in das Spiel reinkommt, sagen, welche Gifts er schon hat, welche Gifts er noch nicht hat. Und dafür haben wir die Funktion Character Edit und Player Edit. Das heißt erstmal Player Edit. Player Edit ist nur dafür da, um Character Edit zu connecten. Und Character Edit connectet dann die Funktion Character Edit. Die nimmt den Character und den Spieler rein. Deswegen schreiben wir das so, wie wir es hier schreiben. Und hier Character Edit hat den Character und den Spieler. Wir holen uns als erstes das Spielerprofil. Wenn das Spielerprofil nicht existiert, returnen wir End. Und nun loopen wir einmal durch alle Gift-Nummern durch, die es so gibt. Das heißt, wir loopen durch Spielerprofil.data.freegifts.abgeholt durch. Deswegen haben wir hier in unserem Table, in unserem Template bei abgeholt auch false stehen, weil jetzt wird durch jeden einzelnen durchgeloopt und dann wird halt für diese Giftnummer gesagt false. Wenn wir hier auf true stellen, dann würde es auf bereits eingelöst stehen. Das wäre ein Fehler in unserem Spiel. Das kann ich euch aber mal zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Gift 7 true reinschreibe, dann haben wir einen Fehler. Und wenn ich jetzt in das Spiel reingehe und der Spieler dann in das Spiel reingeht, dann steht hier schon eingelöst. Habe ich gar nicht eingelöst. Hey, ich will das Gift haben. Warum steht da schon eingelöst? Damit ihr das einmal wisst. So, deswegen setze ich das auf false. So, dann gehen wir hier wieder rein. Wir loopen, wie gesagt, durch diesen Table durch, haben dann die Giftnummer und ob schon eingelöst ist. Wir warten 0,1 Sekunde und dann invoken wir den Client mit Spieler, Giftnummer und ob schon eingelöst ist. Das wär's. Als letztes müssen wir nur noch checken, ob der aktuelle Tag sich geändert hat. Das heißt, wir holen uns den aktuellen Tag, der in den Spielerdaten steht, ist gleich spielerprofil.data.freegifts.aktuellertag.day. Und jetzt sagen wir, während das Spielerprofil existiert, der Spieler existiert, der Character existiert und der Spieler.character der Character ist. Theoretisch könnten wir hier weniger checken, ich wollte nur ganz sicher gehen. Checken wir jede Sekunde, ob spielerprofil.data.freegifts.aktuellertag.day noch dem aktuellen Tag entspricht. Wenn das nicht der Fall ist, hier steht not gleich. Wichtig, das ist ein nicht gleich. Wenn ihr das anders machen wollt, müsst ihr es wieder in Klammern setzen und dann not davor schreiben. Dann printen wir einmal, der Tag hat sich geändert. Müssen wir nicht printen. Können wir aber printen. Passiert ja nur einmal am Tag. Und dann sagen wir spielerprofil.data.freegifts.onlinezeit ist gleich 0. Das hier machen wir nur während dieses Tests. Die Onlinezeit wird sonst in unserem Datenmanager, und zwar hier zurückgesetzt. Aber hier habe ich das jetzt ausgeblendet, weil das ja jeden Tag macht und mit dem aktuellen Tag abgleicht. Aber wir wollen ja jetzt nicht wirklich den aktuellen Tag checken, sondern während dieses Tests wollen wir ja nur den angeblichen aktuellen Tag checken. Deswegen machen wir das so. Wie wir es dann nachher richtig aufsetzen, zeige ich euch auch noch. Und dann setzen wir den aktuellen Tag, diese Variable hier, auf das, was halt auch drin steht als aktueller Tag im Profil. Am Ende loopen wir noch einmal durch alle Gifts durch, die in abgeholt drinstehen. Die werden ja dann wieder auf dem Template-Niveau sein. Und dann halt das gleiche hier unten. Natürlich nicht diesen Wait vergessen, sonst schmiert euch der Server ab. Und am Ende müsst ihr das Ganze noch connecten. Dafür haben wir hier players.playeredit, connect player edit. Und für die ganz schnellen Joiner unter den Spielern, sprich, wenn ihr in Roblox Studio testet, haben wir vor unterstrich, Komma Spieler in players get players, player edit Spieler. Und das wär's soweit. Jetzt müssen wir nur noch den Test durchführen. Funktioniert es denn auch? Und für den Test habe ich hier diesen Part. Das ist einfach nur ein Part. In dem Part ist ein ganz normaler Proximity Prompt und da ist ein Script drin. Und in dem Script habe ich einfach nur drin stehen script.parent.trigger, Doppelpunkt.connect, Function Spieler, wer ihn getriggert hat halt. Und dann sagen wir Local Datenmanager ist gleich require game.serverscript.service.datenmanager. Als nächstes holen wir uns das Profil, ist gleich Datenmanager, Doppelpunkt get profile async Spieler. Und am Ende setzen wir den Tag in seinem Profil auf plus 1. Um so zu simulieren, dass sich der Tag geändert hat. Tatsächlich ändert sich der Tag ja nicht, aber wir simulieren das jetzt. Und den Print können wir hier weglassen. Der war für mich auch nur zum Testen da. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, könnt ihr in euer Spiel reingehen. Habt dann hier eure Free Gifts. Müsst ihr 2 Minuten warten. Deswegen hatte ich für den Test auf 10 Sekunden gestellt. Aber ich werde natürlich jetzt 2 Minuten warten. Ich kann übrigens auch hier hinklicken, damit sich das GUI schließt. Deswegen haben wir dieses Kauderwelsch am Ende unseres Local Scripts geschrieben, damit ihr Bescheid wisst. Und dann warten wir einmal kurz. So, wir sind jetzt wieder da. Ich habe ein bisschen gewartet. Ich interagiere mit diesem Part. Der Tag ändert sich. Hier unten steht jetzt in der Konsole, der Tag hat sich geändert. Ah, das Ding steht noch auf Gönn dir. Noch nicht freigeschaltet. Ich habe offensichtlich einen Fehler gemacht. Und ich glaube, es hat was mit diesem Wait hier zu tun. Weil wir manchmal immer noch den falschen Rhythmus treffen. Um sicherzustellen, den richtigen Rhythmus zu treffen, müssen wir einmal kurz ein bisschen debuggen. Wir machen das jetzt einfach so, dass wir hier einfach oben noch einen weiteren Table machen. Local States nennen wir den einfach mal. In dem kleinen Script sind wir jetzt übrigens, ist gleich ein Table. Und diesen Table States indexen wir einfach mal mit Button und setzen das auf True zum Beispiel. Gehen dann einmal hier runter zu unserem Loop, den wir haben, den Button Countdown, und sagen hier jetzt, while task.rate1 do. Wir schreiben jetzt einfach while task.rate1
and statesButtonDo. Dann gehen wir zu der bereits eingelöst Funktion und sagen dann einfach hier statesButton ist gleich false. Und um sicher zu gehen, dass das hier auch detected wird, rechtzeitig, gehen wir wieder zu der ButtonCountdown-Funktion. Gehen dann hier hin, sagen dann wieder, oder wir machen es einfach, um sicher zu gehen, hier if states in Klammern button ist gleich false, then task.wait 1.1, warten wir 1.1 Sekunde und setzen danach states in eckigen Klammern button wieder auf true. Und ich denke, dadurch sollte der Fehler behoben sein. Ich teste das natürlich, indem ich hier nochmal diese 60 auf packen wir mal auf 5 Sekunden, damit es richtig schnell geht. Dann müssen wir auf dem Free Gifts Ding das natürlich auch auf 5 Sekunden packen. Hier 5 Sekunden. So, dann drücke ich nochmal auf Play und wir testen das nochmal. So, jetzt haben wir einen schnellen Test, wo drrrt. So, gönn dir das nächste. Ich gehe jetzt einfach mal auf Tag wechseln und das Ding steht jetzt auf gönn dir und ist alles wieder okay. Gut, wir warten jetzt einfach mal, bis ein paar mehr Geschenke durch sind, weil ich denke, der Bug wäre damit jetzt behoben. Das habe ich gerade eben noch nicht bedacht, aber dafür testet man auch immer ausgiebig, bevor man etwas veröffentlicht. In jeder Situation. Jetzt testen wir das nochmal aus und jetzt funktioniert's. Okay. Ich würde sagen, wenn wir das jetzt so machen, dann können wir hier auch die Task.waits entfernen. Die brauchen wir dann tatsächlich nicht mehr. Zur Sicherheit würde ich das hier vielleicht auf alle 1,5 Sekunden hochpacken, weil das ist dann ein Sonderfall, in dem wir gerne ein bisschen länger warten können. Und falls das noch einen Bug hat, dann habe ich nicht genug drüber nachgedacht. Ich bin gerade auch nicht so ganz dabei. Und damit sollte das ganze Ding dann auch gut funktionieren. Wir packen natürlich jetzt, nachdem wir getestet haben, die Zeit wieder aufs richtige Maß. Von 2 hoch Nummer mal 60 Sekunden. Das Ganze natürlich hier dann auch noch einmal auf 2 hoch Nummer mal 60 Sekunden. Und damit wäre dann alles fertig. Wir müssen jetzt nur noch diese Testumgebung hier löschen, indem ich diesen Part hier wegmache. Im FreeGift-Server-Script machen wir diese Zeile hier weg. Die, wo wir Online-Zeit auf 0 gesetzt haben, kommt weg. Und im Datenmanager werden dann die zwei Zeilen hier wieder eingeblendet. So, und damit wäre das Ding dann fertig. Und damit haben wir jetzt ziemlich simpel FreeGifts in unser Spiel implementiert, die auch funktionieren. Ich hoffe zumindest, dass sie funktionieren. Ich habe jetzt nicht alles hundertprozentig durchdacht. Ich stehe ein bisschen unter Zeitdruck. Aber ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Und falls ihr das ganze Ding einfach runterladen wollt, denkt drüber nach, vielleicht auf meinem Kanal Kanalmitglied zu werden. Dann könnt ihr das über den Link in der Videobeschreibung tun. Das wär's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!